Wir besuchten die Unternehmerin Schutik Renat Gundlach auf ihrem privaten Anwesen in Wellingsbüttel. 126 Jahre war das Geschäft im Familienbesitz. Zuletzt führte die Unternehmerin das Schuhgeschäft Gundlach mit ihren Kindern und verkaufte es in der vierten Generation. Ich war unendlich traurig. Das war mein Leben, nicht? Ich habe eigentlich nur immer mit Schuhen gelebt und ich habe das geliebt. Aber es kam dann der Zeitpunkt, wo ich eben dann zu alt wurde und meine Söhne hatten andere Interessen. Der eine wollte dann nicht mehr und meine jüngste Tochter, die die begabteste war und die das gerne mit mir gemacht hätte, wir beiden haben uns einfach nicht getraut, das dann alleine zu machen. Nicht? Ich war geradezu berüchtigt dafür, dass ich überall, wo ich war, Schuhe verkaufte. Ich ging zu keinem Nachmittagskaffee, ohne mindestens 8 Paar in meinem Kofferraum zu haben. Und ich kannte die Größen auch von meinen Freundinnen. Und wenn ich nicht wenigstens 2 Paar verkauft hatte, dann dachte ich, es war ein doofer Nachmittag. Ich bin, glaube ich, eine ganz begeisterte Großmutter. Ich finde meine Enkelkinder alle zauberhaft. Ich habe auch damals, um das zu überbrücken, diese Lehre, die ich nach dem Verkauf hatte, habe ich so einen Kindertag eingerichtet für meine Enkelkinder. Da waren wir, und gegenüber Karans Kinder, waren wir immer so ungefähr 5, 6 Kinder, auch meine Enkelkinder hier, und haben dann so einen Spielnachmittag gemacht. Und das hat mich eigentlich sehr begeistert. Und wie gesagt, Enkelkinder sind meine Wonne, nicht? Ich habe ja auch mal erfahren, dass Sie sehr gerne sich mit den Alstertalerinnen treffen und Bridge spielen. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Das ist, ich habe natürlich, weil ich Hamburgerin bin, einen enormen Freundeskreis. Ich bin ja nie hier weggezogen. Und ich habe also 4 sehr intime Freundinnen, mit denen ich Bridge spiele. Nicht so sehr des Bridge-Spiels wegen, sondern weil man sich trifft, nicht? Und dabei eben auch spielt. Erzählt man sich dann auch so die Geschichten des Lebens? Ja, natürlich. Es geht immer mit einem gemütlichen Kaffeeklatsch los und es wird schön geredet und jetzt über Politik gerade. Und dann geht ein bisschen Bridge los und es ist sehr entspannend. Und erzählen Sie uns ein bisschen von den Anfängen, als Sie hierher zum Alstertal gezogen sind. Wie war das? Ich war ja begeisterte Eppendorferin. Ich bin dort auch geboren und ich liebe Eppendorf auch heute noch. Meine Enkelkinder leben auch in Eppendorf. Und schrieben meine Eltern, während ich im Internat war, wir ziehen jetzt nach Wellingsbüttel. Das Geschäft war ja in Eppendorf. Und da dachte ich, Gott, Wellingsbüttel, wo ist denn das? Also ich war gar nicht begeistert, nicht? Aber dann zogen wir hierher und das war damals ja noch ganz ländlich, dieses Alstertal. Ich glaube, wir und dann unsere beiden Nachbarn, die dann 2 Jahre später kamen, wir waren die ersten Häuser eigentlich. Da unten war alles so Art Wald oder jedenfalls unbebaut, bis zur Ecke, nicht? Es war richtig noch romantisch. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Das war auf einer Norwegenreise. Das war damals mit KDF, Kraft durch Freude. War das Liebe auf den ersten Blick? Auf den allerersten. Und er dirigierte diese Band. Und ich dachte, was mache ich bloß? Und da bin ich einfach hingegangen, habe gesagt, könnten Sie bitte mal eine Damenwahl spielen? Und da hat er gesagt, ja, gut. Und als das losging, bin ich hingegangen, habe ihn aufgefordert. Jetzt wusste er gar nicht, was er machen sollte, weil er ja eigentlich dirigieren sollte, nicht? Aber dann hat er mit mir getanzt und von da an war es dann die große Liebe. Frau Gundlach, vielen Dank. Es war so schön bei Ihnen zu Hause. Und ich hoffe, der Quarkkuchen hat Ihnen gut geschmeckt. Der war sehr, sehr lecker. War mit Liebe und Eiern gebacken. Richtig gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.